believers just watch. Late night, I go uptown, I know. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Kanalvorstellung. Heute Kanalvorstellung Nummer 128. Und zwar sind wir auf dem Kanal mit dem komischen Namen Topic Toilet. Ja, ein sehr außergewöhnlicher Name. Wir schauen mal in seine Beschreibung rein. 83 Abonnenten, 1981 Aufrufe und seit dem 17. Mai diesen Jahres mit dabei. Also sein erstes halbes Jahr als Let's Player ist nun also vorbei. 83 Abonnenten ist schon eine sehr gute Zahl. War auf jeden Fall mehr, als ich damals zu meiner Zeit hatte, nach einem halben Jahr. So, ab in die Beschreibung. Ja moin, was machst du denn hier? Ach, sorry, mein Fehler. Ich sollte mich vielleicht zuerst mal vorstellen. Ich bin Topic Toilet und wie mein Name schon sagt, ist der Content auf diesem Kanal für die Toilette. Gut, auch nicht schlecht. Falls du trotzdem Interesse hast, hier spiele ich hauptsächlich Minecraft und manchmal auch andere Spiele. Mein Equipment, könnt ihr euch ja mal durchschauen, Webcam von Logitech, Logitech C270, apropos Webcam, ich bekomme auch, glaube ich, bald eine neue. Ich kann ja mal ein Unboxing dazu machen, irgendwann, wenn es dann soweit ist. Also, und seine Programme Schnitt, Sony Vegas, Aufnahme, Open Broadcaster Software, so wie ich, und Gesprächspartner, oder wie man ihn, sag ich mal, erreichen kann, Skype und über TeamSpeak. Viel Spaß und hoffentlich bleibst du lange. Und aus Österreich, mal wieder einer aus unserem südlichen Nachbarland. So, dann unter anderem noch ein Account bei Twitter, ein Account bei Facebook und ein Account bei Instagram. So, schicke Beschreibung, super beschrieben, was für Programme da sind. Equipment kann auch nicht schaden, hat sich kurz vorgestellt, vielleicht noch der Name hinzu, aber es muss nicht sein, wie gesagt, es ist schon so okay. Und ihr habt gehört, hauptsächlich Minecraft. Wir schauen mal wieder rein. Seit langem mal wieder ein reiner Minecraft-Kanal, hatten wir glaube ich in den letzten 2-3 Kanalvorstellungen. Ach doch, der Minecraft-Zocker HD. Klar, Minecraft-Zocker HD, wie der Name schon sagt, hat glaube ich auch nur Minecraft auf seinem Kanal gezockt. Also wir schauen mal auch dort rein und dort fällt auch sofort auf. Er hat schicke Thumbnails und er macht auch mit Facecam. Ist ja klar. mit Facecam. Weil er ja auch eine Facecam, Webcam vom Logitech hat. Dann sollte man die natürlich auch benutzen. So. Deswegen, also ein Facecam-Videos ist ja immer noch mal was Besonderes oder auch was Feines, möchte ich mal sagen. Und auch seine Aktivität ist herauszustechen. Also vor 7 Stunden sieht man ja da, ne? Vor 7 Stunden zuletzt, dann vor 3 Tagen, vor 4 Tagen, vor 5 Tagen, vor 5 Tagen. Also, wie gesagt, er bemüht sich auch, sehr aktiv Videos hochzuladen. Die Thumbnails sehen schon mal vielversprechend aus. Also es gibt Minecraft-YouTuber, also nicht nur Minecraft-YouTuber, auch so YouTuber, die ihre Thumbnails einfach nur hinklatschen. Das ist bei ihm nicht der Fall. Ne? Bei ihm ist so alles schön geordnet. Mal ist halt das Minecraft-Logo da oben, mal so an der Seite. Aber man sieht noch was auf dem Hintergrundbild. Es gibt viele Thumbnails, da siehst du gar nicht mehr, was im Hintergrund passiert. Und wie gesagt, mal... Hier kommen wir zu den Spielmodi, also ihr spielt mal Bad Wars, dann spielt er mal Rage Mode, habe ich auch früher mal ein bisschen dann ein Spielmodus, glaube ich, auf dem, ist das der Revi-Server? Weiß ich gar nicht, und zwar ist das Get Down, dann der Minecraft Story Mode, hatte aber bislang nur eine Folge hochgeladen, ich glaube, ja, nur eine Folge hochgeladen, aber wie gesagt, sehr aktiv dabei, Minecraft PvP ist bei ihm also Hauptziel oder das Hauptthema jedes Videos und deswegen würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, schaut unten in der Kanalbeschreibung, in der Videobeschreibung natürlich vorbei. Dort kommt ihr auf seinen YouTube-Kanal. Ihr könnt ihn natürlich unterstützen, Bewertung, Abo, Kommentar, ist immer sehr gerne gesehen. Da wünsche ich dir weiterhin viel Glück auf YouTube und falls ihr euch bewerben wollt, ja, habt einfach erstmal 10 Videos, ja, aktiv, seid auch so aktiv wie die letzten Kanäle, die ich vorgestellt habe, 10 Videos. Und dann schreibt mir bitte eine Privatnachricht, ja? Also weder YouTube-Kommentar noch sonst was. Also bitte als Privatnachricht, weil das geht sonst irgendwie verloren immer bei mir. Ich bin so ein bisschen schusselig, was das angeht. Und dann würde ich sagen, ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst Bewertung da. Auch bei ihm, auch bei mir. Und dann bis zur nächsten Kanalvorstellung. Macht's gut. Ciao.